Sean! Sean! Kannst du mich hören? Eddie ist hier. Ich hole dich da raus. Ich muss das verdammte Gitter öffnen. Ich muss etwas finden, schnell! Schon antworte. Nicht schauen, bitte. Atme. Du musst atmen. Bei mir. Schau. Sean. Oh, Sean. Oh. Ja. Du bist nicht tot. Oh. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Glückwunsch, Ethan. Geschafft. Sie sind der Vater, den ich all die Jahre gesucht habe, der sein Leben für das Leben seines Sohnes opfert. Wir haben doch, was Sie wollten. Die Tests sind vorbei. Lassen Sie uns jetzt gehen. Ich fürchte, das geht nicht. Ihre Freundin kennt mein Geheimnis und ich habe nicht vor, ins Gefängnis zu gehen. Ich muss sie leider töten. Beide. Tut mir leid. Es geht nicht anders. Oh.
Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Maas, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden! Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt, Norman? Sie haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Es ist schade, dass... Bei allem Respekt, Sir. Das habe ich getan. Ich brauche sowas wie ein normales Leben. Ich habe mich da viel zu sehr hineinziehen lassen. Ich brauche Abstand. Für eine ganze Weile. Werden Sie zum FBI zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Sie können Ihr ARI behalten. Das Modell wird abgesetzt. Nächsten Monat kommt ein neues. Ich denke, ich werde es lieber zurückgeben. Es ist wirklich sehr verlockend, aber es wird mir wenig helfen. Da, wo ich hingehen werde. Da draußen. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen, Norman. Das hoffe ich auch. Mein Sohn Scott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Nichts weiter als Verachtung für dich.
want to see them again. I'm a father too. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot!